Eine ältere Frau am Fenster auf der Ostseite gibt den Polizisten auf der anderen Seite den Hinweis, wo der schwer verletzte Fechter liegt. Die Westberliner Polizisten sprechen noch mit Peter Fechter und werfen ihm Verbandspäckchen zu. Sie können nicht mehr helfen. Sie dürfen nicht mehr helfen. Sie gehen bis an die Grenze. Streng genommen befinden sie sich auf der Mauer schon auf DDR-Gebiet. Auch die US-Soldaten können nichts tun. Ein Befehl aus Washington verbietet ein Einschreiten. So verblutet also Peter Fechter langsam zwischen den Fronten. Das war die Hilflosigkeit und die Schuld und die Schmach. Man fühlte sich schäbig, weil man so nutzlos und hilflos dastand und die Qual eines anderen mit ansehen musste, ohne irgendetwas tun zu können. Das war ein Trauma für mich. Ich habe viele, viele Wochen und Monate lang diese Hilfeschreie gehört. Und selbst jetzt war es schrecklich, richtig schrecklich. Die Schreie verstummen irgendwann. Peter Fechter verliert das Bewusstsein. Augenzeugen im Gebäude des Ostberliner Union Verlages. Ein Mitarbeiter macht kurz nach 15 Uhr spektakuläre Fotos aus einem der Fenster im oberen Stockwerk, die später von der Stasi beschlagnahmt werden und erst nach der Wende 1989 wieder auftauchen. Bild 1, 15.01 Uhr. Noch liegt der schwer verletzte Fechter in der Mauernische. Polizei und amerikanische Soldaten auf der Westseite, ratlos. Bild 2, etwa 15.05 Uhr. Zwei Grenzsoldaten laufen im Schutz der Mauer zu Peter Fechter. Bild 3, etwa 15.07 Uhr. Um von der Bergung abzulenken, wird eine Nebelgranate gezündet. Peter Fechter an der Kreuzung Charlottenstraße noch einmal kurz abgelegt. Bild 4, 15.10 Uhr. Verstärkung ist da. Auf der Westseite steigt soeben ein Kameramann auf das Podest in der Charlottenstraße. Die Kamera im Anschlag. Rechts daneben macht der Fotograf Wolfgang Behrer gleich das Foto seines Lebens. Auf Bild 5 sind die Grenzer mit Peter Fechter gleich am Stacheldraht. Zu ihnen stößt jetzt Heinz Schäfer, ihr Vorgesetzter. In diesem Moment beginnt der Kameramann mit seinen Filmaufnahmen. Unruhe und Proteste am Eingang zur Union-Druckerei. Der sterbende Fechter wird an den Augenzeugen an der Hausecke vorbeigetragen. Soldaten drängen die Beobachter des Vorfalls in die Einfahrt zurück. Renate Pietsch und Wolf-Dieter Zubke, die dort stehen, wollten eigentlich zu ihrer Verlobungsfeier. Doch daraus wird nichts. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen wild gebärdet, indem ich fürchterliche Schimpfausrufe von mir gegeben habe. Und wir standen ja dann zusammen und es war eigentlich überhaupt unverständlich, dass man Menschen liegen lässt, verbluten lässt und ihn dann nachher wie so ein Stückchen Vieh wegträgt. Ja, wie ein das hat sie auch menschenunwürdig behandelt. Also auch, also da ist keine Menschenwürde mehr vorhanden gewesen. Ja, es dieser Vorfall hatte natürlich Auswirkungen, insofern wir wurden ja unmittelbar, nachdem der Peter Fechter abtransportiert ist, auch selbst verhaftet von den damaligen Staatssicherheitsorganen hier der DDR. Wir wurden dann in die Keibelstraße transportiert und lange verhört. Man wollte offensichtlich hier einen Zusammenhang konstruieren. Er war ja in etwa im gleichen Alter wie wir, wurden erst am nächsten Tag, also an dem Tage, an dem die Verlobung eigentlich stattfinden sollte, entlassen. Peter Fechter lebt noch, als er weggetragen wird.
Peter Fechter lebt noch, als er ins Krankenhaus der Volkspolizei nahe der Charité eingeliefert wird. Kurze Zeit später ist er verblutet. Gegen 17 Uhr wird der Tod amtlich festgestellt. Am nächsten Tag, am 18. August, wird die Leiche Peter Fechters in der Charité obduziert. Professor Otto Prokop, er ist einer der berühmtesten Ärzte in der DDR, erstellt den Obduktionsbericht, der kurz danach verschwindet. Heute arbeitet Sven Hartwig als Obduktionsarzt an der Charité. Also wenn Obduktionen durchgeführt wurden bei Mauertoten, lässt sich das an den Archivunterlagen sehr gut nachvollziehen, war es durchaus üblich, dass das Obduktionsprotokoll, das während der Obduktion entstand, dadurch, dass der Obduzent einer im Sektionssaal anwesenden Sekretärin das Protokoll in die Schreibmaschine diktierte, von anwesenden Mitgliedern der, wie man damals sagte, Ermittlungsorgane mitgenommen wurde. Das heißt, die wurden niemals abgelegt im Institut, während aber die Leichenein- und Ausgänge sauber dokumentiert sind. Also ich kann nur eine Vermutung anstellen, dass die Offenbarwerdung solcher Gewaltakte gegen die eigenen Bürger dem jungen Staate nicht zugute kam, der in der Weltgemeinschaft eine Rolle spielen wollte. Insofern waren diese Todesfälle mit Sicherheit als Staatsgeheimnis behandelt. Bei der Suche im Archiv der Charité findet sich nur das Eingangshauptbuch von 1962 und der Hinweis auf die Obduktion Fechters. Eine Durchschrift des Obduktionsberichts jedoch liegt bis heute bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Darin heißt es, dass ein einziger Schuss Peter Fechter getötet hat. An einem Beckendurchschuss, der die Vene und weitere innere Organe schwer beschädigt, ist der 18-Jährige verblutet und schließlich gestorben. Über 30 Schüsse. Nur ein einziger war tödlich. Und auch das lässt sich dem ärztlichen Bericht entnehmen. Peter Fechter hätte auch bei sofortiger Bergung aus dem Todesstreifen nicht überlebt. Auf der Westseite versammeln sich noch am Nachmittag des 17. August immer mehr Menschen. Im Ostteil hektische Ratlosigkeit. Was tun in dieser Situation? Die politischen Konsequenzen gar nicht auszudenken. Warum, so fragen viele Westberliner, haben die Amerikaner nichts getan? Es war wie ein Konzentrat, was dort passiert ist. Und die Berliner, wie die Weltöffentlichkeit, bekam dieses vorgeführt. Also es war eine Situation, die für die Verantwortlichen auf der östlichen Seite verheerend war. Und sie fügte sich ein in eine Vorstellung, die damals gängig war, so sind die. Und die Presse macht Schlagzeilen und Stimmung. Gegen Ost und West. Die Amerikaner zu passiv? Angst, Chruschtschow zu provozieren? Aber wir brauchten diese Erkenntnis nicht. Wir waren im Senat natürlich berührt von diesem tragischen Erlebnis. Die Einsicht in die Realität wurde den Westberlinern demonstriert. Nicht der Vier-Mächte-Status, sondern die Souveränität jeder der vier Mächte in Berlin für ihren Sektor und auf ihren Sektor begrenzt. Amerikaner zeichnet nicht gerade ein besonders großes Einfühlungsvermögen aus. Und sie haben nach dem Tod Peter Fechters und den unmittelbaren Ereignissen, die darauf folgten, die Stimmungslagen unterschätzt. Da war der Tod Peter Fechters ein Symbol. Wer hilft uns? Uns war schon klar, dass der Vier-Mächte-Status eigentlich eine Chimäre geworden war. Ein Vorhang, hinter dem nichts mehr war. Also nichts mehr war, ist übertrieben. Aber jedenfalls das Entscheidende waren die Souveränitäten jeder Besatzungsmacht begrenzt auf ihren Sektor. Noch am gleichen Tag bis in die Nacht hinein erlebt West-Berlin eine große Demonstration. Und der Protest richtet sich auch gegen die Amerikaner.
Ihnen wird vorgeworfen, Sie hätten es geschehen lassen. Tatenlos. Die Lage droht zu eskalieren. Eine Gruppe von Krakelern und Rowdies nutzte diese Demonstration zu Krawallen aus. Die Polizei griff mit aller gebotenen Härte durch, um die unbesonnenen